Ich grüße euch, hier ist euer Medienkanzler. Ich bin wieder da. Sehr viele Kunden haben gefragt, bitte macht doch wieder Videoclips. Ich habe sehr viele gelöscht. Ich habe auch über vieles kritisch gesprochen. Umso kritischer, umso mehr bekommt man ja auch Echo. Da nun, Frau Hannelore Kraft, den Videoblog erfunden. Jetzt mal wieder hier, 2002, 2006, waren wir alle bei 7Load. Davor, wie alles angefangen, bei den Gründervätern in den 70ern, war ich User als Sohn, einiges und so weiter. Habe ich halt das schon gehabt, was man heute sowieso hat. Halt damals anders. So, wen soll man jetzt ansprechen? Die Uralten, die schauen ja sowieso nicht so, sind ja schon beim Seniorenclub. Das sind ja alle Senioren ab 50, 60, 70, 80, 90 aufwärts. Ja, die meisten sind ja schon 77 oder 80 jetzt, die damals, wie gesagt, jünger waren. Ich war halt 10, 20 Jahre jünger wie die. Und wie gesagt, als User hatte ich ja schon VR-Brillen auf. Ja, VR gab es auch schon in den 70er, 80er Jahren. Da gab es Tron, da gab es Mad Hacks Room, da gab es den Rasenmähermann, Virtual Reality, diesen Spielfilm, ja. Ach, V City, ne? Ach, herrlich. So, ich bin begeistert, ja, meine lieben Kunden, meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde bei Facebook und bei YouTube, ich bin wieder da, euer Medienkanzler. Ich werde mir sicherlich was ausdenken. Ich werde vielleicht versuchen, mit der Frau Hannelore Kraft zu sprechen, die ja jetzt das macht und, ne? Die Frage lautet natürlich, macht die Frau Hannelore Kraft es für die Jugend oder halt für uns? Ich meine, für mich nicht, weil ich kenne das alle. Ich kenne auch Frau Hannelore Kraft in Mülheim, Rhein-Ruhr. Da, ne? Ich kenne auch die SPD, ich kenne sie alle. Bin ja alt genug. Tja, worüber können wir denn reden? Ne? Ich meine, ich finde es toll, dass man bei mir war und gesagt, komm zurück, mach Videoclips. Die alten kann ich ja auch aufarbeiten. Ich habe ja genug alte noch da, die ich aufarbeiten könnte. Aus der Kulturhauptstadt 2010 noch als Erinnerung. Kennt auch keiner mehr. Das Problem ist ja, geht so schnell. Wir sind ja jetzt schon beim Smartphone 7 mit 3D. Ja, da sind wir schon. Und ich freue mich, ich habe nämlich gerade die Nachricht bekommen, VR von Sony. Soll also irgendwann im April 2016, so am Mai, 29. April, wo wir beim Thema sind, kommt Star Wars auf den Markt, auf Blu-ray. Ja, so eine Menge. Ich freue mich ja schon, dass ich wieder analog lesen kann. Ich finde das so toll, dass ich dieses Band von Max Headroom bekommen kann. Vielleicht mache ich das, vielleicht irgendwie so eine lustige Sache. Als Filmemacher und als Produzent. Also produzieren tue ich nichts mehr. Ihr habt eure Chance gehabt. Ja. Hier war ein Tellerwäscher, was war da? Tellerwäscher, Altenheim. Irgendwelche Vertreter, Handelsvertreter, die sich da einen auf Schauspieler gemacht haben. Nee, also wie gesagt, ich habe vieles gemacht, ich habe vieles für die gemacht, Websites und so weiter und so fort. So, als User der Gründungsväter der 70er, 80er Jahre, dann wie gesagt als Firmenunternehmungen, als Firma, Umspielungen von analog, digital, heute digital, analog, je nachdem wie der Wunsch ist, wie hin zum Datennetz, an sich geht jetzt so schnell. Der Spaß bei YouTube in den 90ern, 2000, 2006, 2010, dann ist vorbei. YouTube gehört jetzt Google. Google hat daraus eine Firma gemacht. Google, da kann man bezahlen. Ihr merkt schon, da, wo es richtig zur Sache geht, ist vorne ein Werbeblock. Da müsst ihr halt so und so 14 Sekunden warten, bis dieser Werbeblock weg ist. Dann kommt überhaupt erst der Clip. Haben wir alles schon gehabt? Alles schon gehabt? War super toll, ich meine, ein Star für die Ewigkeit, das klappt irgendwie nicht. Ja, die Ewigkeit geht nicht. Irgendwann sitze ich vor dieser Videokamera und spreche mit mir selbst, finde ich auch toll. Ich meine, ich spreche ja jetzt auch selbst in die Videokamera rein und begrüße meine Kunden, Zuschauer, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, schauen sich das an, wenn ich Glück habe, richtig Glück habe, gucken mehr. Also wie gesagt, es geht um VR, Virtual Reality, das wird auch richtig. Ihr könnt kommen, also nur die Bürger und Bürgerinnen, die im Nahkreis wohnt. Ich glaube kaum, dass einer 500 Kilometer anreist, um bei uns in der virtuellen Reality Spiele spielen zu wollen. Ne? Aber wie gesagt, bei uns
gibt es ab Ende des Jahres Spiele, ist klar, das bleibt, weil ich habe mich entschlossen, Star Wars schön und gut, Star Wars macht riesen Spaß. Wie gesagt, man war ja schließlich, es ist vorbei, man war dabei, ja, 77 bis 89, 99 dann noch einmal, ne, 1, 2 und 3 und jetzt sind wir bei 7, das ist vorbei. Gehört Disney, die Figuren taugen nichts mehr, also Spaß macht es nicht mehr so richtig. Mit Walt Disney macht Spaß, ja, aber singen kann ich nicht, will ich nicht. Also, Virtual Reality wird kommen, meiner einer, euer Medienkanzler wird kommen, werden mir sicherlich irgendwas ausdenken. Künstler aller Sparten, schön und gut, also Tellerwäscher, Altenpfleger, Handelsvertreter und all solche möchte gern, nein danke, DSDS, nein danke, Clipfish, nein danke. Wir wollen mal mit den Profis arbeiten. Profis kosten Geld, das ist klar. Ich bin gerne bereit, irgendwas zu machen, ja, aber es müsste schon bezahlt werden. Es wird ja nicht bezahlt, jeder will was haben. Jeder ist der große Künstler, bezahlt nicht, weil jeder mit seinem Handyfilmchen da mehr Erfolg hat, wie wir mit unserer Profiarbeit. Wir geben uns richtig Mühe, ich gebe mir richtig Mühe, euer Medienkanzler gibt sich richtig Mühe, um einen tollen Videoclip auf die Reise zu bringen, dass ihr Spaß habt mitzumachen. Ja? Aber wie gesagt, so einfach ist es nicht. Man kann ja auch einen Blog machen, über Firmen sich unterhalten, virtuelle Firmen, Firmen, die alles herstellen und so weiter und so fort. Aber jeder steigt ja ein, jeder hat eine Kamera. Ich gehe nach Aldi, kaufe mir eine Kamera. Ja, und dann lege ich los oder mein Handyfilmchen da oder so, ne? Ich kann auch aufklären, ich kann sagen, schaut mal ins Landesgrundgesetz, da wo ihr lebt, da wo ihr wohnt. Ich lebe in Nordrhein-Westfalen, das Landesgrundgesetz gibt es seit dem 18.06.1950 und das ist rechtsgültig, hat also mehr Gewicht als das Bundesgesetz, ja, Grundgesetz des Bundes. Wir leben in einem Bund aller Länder, können wir auch drüber reden, politisch, videotechnisch, analog, die und so weiter, die Leute schreien, AfD, AfD, Mann, das sind alles Firmen. AfD ist eine Firma, die uns verkaufen will, die unsere Stimmen kaufen wollen für nichts, gar nichts. Wir geben denen die Stimme und die verkaufen uns dann genauso wie die großen Etablierten auch. Das sind alles wirtschaftlich-politische Firmen, die halt arbeiten. Frau Hannelore Kraft ist auch eine Bürgerin, die uns als Bürger sagt, hey, ich bin bereit, dich zu vertreten, gib mir so ein Kreuz, kostet ja auch nichts. Ich helfe dir dann gar nichts, ich habe keine Steuervorteile, ich habe nur Ärger, das Asylthema, Balkanroute, dann kloppen die sich, Sigmar Gabriel blökt rum, der andere blökt rum, Frau Hannelore Kraft macht Videoblogs, die ist in Ordnung, Frau Hannelore Kraft, das ist mein Land Nordrhein-Westfalen. Und Land Nordrhein-Westfalen macht richtig tierisch viel Spaß. Ja, vor allen Dingen der Ruhrpott. Ja, okay, ist das Ärmste jetzt mittlerweile im Ruhrpott. Was soll man da euch zeigen? Nichts Gescheites mehr zu zeigen. Und deswegen ist das für mich als Vollprofi nicht so einfach. Ja, es gibt keinen Essener Tatort mehr. Hans-Jürgen Felmi gibt es nicht mehr. Es gibt auch keinen Duisburger Tatort mehr. Mit Götz George gibt es auch nicht mehr. Urgesteine gibt es nicht mehr, uns gibt es nicht mehr, die Pixel-Monster-Väter gibt es nicht, das ist ein Multimilliarden-Industrie-Unternehmen, Ubisoft, Kingsoft, Virginsoft, ja, das macht tierisch viel Spaß, aber es gibt ja Games World, es gibt's ja alles schon, das sind alles fette Firmen mit jungen Leuten, die da in so eine Kamera reinsprechen, die nicht selbst können. Frau Annelore Kraft kann das auch nicht selbst, ja. So, ich als Vollprofi, also euer Medienkanzler als Vollprofi, der hat das gelernt, der macht alles. Vom Schnitt, Regie, Dramaturgie, Bild, Ton, Herstellung, Animation, alles. So, und die das gerne haben möchten vom Medienkanzler, tja, meine lieben Freunde, das kostet Geld. Ja, ich sage jedem Kunden, schön und gut, ich mache gerne Videoclips. Ihr dürft gerne über mich lachen, weil ich möchte das. Ich möchte gute Laune Medien wirklich auf die Reise bringen. Gute Laune Medien. Die Leute sollen sich analog im Geschäft, im Studio, bei der Arbeit sich wirklich wohlfühlen. Ihnen wird geholfen am PC, weil die meisten kennen sich da gar nicht aus.
Ja, viele haben ein Smartphone, kennen sich damit überhaupt nicht aus. Und da hilft man natürlich so gut, wie man kann. Aber ich habe einfach kein Interesse, jetzt in die Heute-Show Klabasterkirchen reinzuspringen, irgendeinen anderen Blödsinn zu machen. Ich habe wirklich Lust, die alte Geschichte zu machen, so wie Mad Hexro. Ich muss nur gucken. Da müsste ich mich digitalisieren. Überlege gerade, um euch dann irgendwie so zu belustigen. Als so eine Art elektronischer Reporter, nicht der elektronische Reporter, der war mal beim WDR, der Große mit der Brille, der war auch bei Seven Load, ist klar, die sind ja immer alle, die mit diesen Medien zu tun. Also das große Pech, was ich nun mal habe als Medienkanzler, ist natürlich, wenn man zu den Medien gehört. Der Konkurrenzkampf ist natürlich knallhart, das Mobbing ist knallhart. Wie ich versuchte, die Sammelfiguren Theater zu machen, Filmfiguren, Theater etc., habe ich die Firmen angerufen, die haben nur Theater gemacht. Ja, viele Stars und Sternchen haben es ja schon gemerkt, wie schnell es da ist, wie schnell man verbrannt wird. Ich habe es ihnen alle gesagt, meine lieben Freunde, geht ruckzuck. Ist eben so. Die Zeiten des seriösen Fernsehens ist auf eine Art vorbei. Ich freue mich, wenn ich die Kamera aus habe, das Internet aus habe und anfange zu lesen, analog zu lesen, das macht so viel Spaß. Und dann freue ich mich auf VR. Ja, ich freue mich auf VR. Brille auf, eintauchen in die imaginäre Welt, Virtual Reality und dann, ja, dann die alten Filme noch rausholen, Rasenmähermann 1 und 2, Virtual Reality City, Virtual City, Virtual City, ja, Power City und die anderen diversen Sachen und dann natürlich Max Headroom und dann die dann nach und nach kaufen. Also wie gesagt, die uralten Serien, Time Tunnel der 70er Jahre, Invasion vom Mars, 70er, 80er, ja. Kein Mord von der Stange. Den Film kann ich euch empfehlen. Kein Mord von der Stange. Ich muss natürlich warten, bis ich ihn bekomme. Ich kriege meine Ware aus den Staaten und das kommt nicht mal eben so. Ja. An sich war heute der Film angesagt, aber ist irgendwie noch nicht da, nicht gekommen, keine Ahnung. Ansonsten muss ich nochmal versuchen zu bestellen. Weil das Original habe ich irgendwo im Keller verbummelt. Ich habe ihn natürlich auf VHS, brauche ich nur wandeln, digital wandeln, dann hätte ich ihn und könnte mir auf DVD oder sogar auf Blu-ray anschauen. Ich kann ja auch als Blu-ray brennen, das ist überhaupt kein Thema. In der heutigen Zeit ist ja gar kein Thema mehr. Der Datenhighway ist da, ich freue mich so tierisch. 1966 habe ich gesagt, ich hätte ihn gerne, 2016, ich habe ihn, ich habe den Datenhighway, ich habe meine DVD, meine Blu-ray, ich habe mein Kino, ich habe die Firma, ich habe Bücher zum Lesen, ich habe die Filme, ich kann hin und her springen, hurra! Und ihr könnt dran teilhaben, wenn ihr Lust und Laune habt. Ja, ja, genau. Also wenn ihr Lust und Laune habt, seid ihr bei Medienkanzler eingeladen. Der Medienkanzler denkt sich sicherlich mal aus. Und dann schauen wir mal, was wir da so auf die Kante bringen. Jeder kann mitmachen. Wirklich, jeder kann mitmachen, wer wirklich Lust und Laune hat. Nur wenn ihr Ideen habt. Wenn ihr Ideen habt. Mein lieben Freund, ich bin ja da. Ist ja alles da. Studio, alles da. Das wisst ihr, dass alles da ist. Aber ihr müsst mal ein paar Scheine locker machen. Tut mir leid. Umsonst geht das nicht. Tut mir leid. Ja, einen muss ich regelrecht verschrecken, damit der geht. Ja. Ja, weil manche da saugen. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Das kostet alles viel Geld, das Licht, die Kameras, alles kostet Geld. Und da kann man nicht einfach, ja, wir machen jetzt einen Film. Nee, kann man nicht. Jedenfalls nicht einen richtigen, einen guten, mit allem drum und dran. Ja. So, wer wirklich Lust und Laune hat, den Medienkanzler zu unterstützen, der ist total recht herzlich willkommen. Den Medienkanzler zu unterstützen, ja, verarschen kann er sich selbst. Okay, haben wir uns mal ausgesprochen, ne? So, das Buch zur Filmserie, Mad Hexrum, die falsche Göttin. Ach, herrlich. Ich, toll. Sie reden schon wie ein Politiker. Großberg meint, dass wir nach einer Runde durchstehen müssen. Thatcher liebt es, sich hinter der sachlichen Autorität seiner Mitarbeiter zu verstecken. Ach, herrlich, aber das macht so viel Spaß, wieder anderen abzulesen, das Gehirn wieder in den Kopfkino einarbeiten. Also, vielleicht kann man das ja mal anschließen oder so, ne? Dann haben wir eines Tages auch das Original-Kopfkino, bla bla. Wollen wir nicht hoffen, dass Mad Hexrum Rasenmähermann tatsächlich wird. Mir fällt nur auf, 3D hatten wir 1966 schon. VR hatten wir in den 70ern, 80ern schon.
Die Computer kamen ab 80, 90 bis heute. Ja? Jetzt haben wir Smartphones, alles wird kleiner, alles mikrotechnischer, alles ausgereift, aber es ist immer noch dasselbe. Es ist immer noch dasselbe. Es wurde nichts neu erfunden. Es wurde auch das Rad nicht neu erfunden. Ja, ich hatte gerade noch gesehen, ihr wisst noch, der Audi aus der Virtual Reality Filmserie, der Mini Report, hatte ja so Ballonreifen. Ja? Und dann hat man den, wie gesagt, jetzt möchte man ihn doch für die Straße konzipieren, Ballonreifen, ja, so runde Ballonreifen. Also wir können eine Menge reden, also als Vollprofi weiß ich schon gar nicht, was ich und wo ich und wie ich anfangen soll. Ich denke mir also eine Menge aus. Das sind hier zwei Videoclips, wo ich hier rein in die Kamera virtuell gesprochen. Ich halte es ein, meine lieben Freunde, meine lieben Kunden, Zuschauer und Freunde. Wir können vieles machen, weil alles da ist. Problem ist halt nur, ihr lebt in eurem Land, ich lebe hier in Nordrhein-Westfalen, in meinem Land. Ja, ist eine Menge, immer hin und her reisen. Ich sehe nicht ein, meine 15.000 Euro Equipment in ein 4.000 Euro teures Auto zu packen, zu euch zu fahren und zu hoffen, dass ich 300 Euro bekomme. Also, das geht manchmal nicht gut, weil die 300 Euro brauche ich ja meistens noch für den Tank, Manche von euch wohnen ja 800, 900 Kilometer weit entfernt, sorry. Nee, keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche Tingle-Tangle-Filme, aus denen nichts wird, gar nichts wird. Ja, oder die sind nachher fertig und nur noch ein Gerangel. Meine lieben Regieassistenten, meine lieben Regieleute, die in den Universitäten jetzt momentan Filmchen machen, die mich durch Zufall entdeckt haben, wir können uns ernsthaft darüber unterhalten, analog, von mir ist auch digital. Ja, also wir haben die allerneueste Technik, wir haben mit der allerneuesten Technik gearbeitet. Da hat so viel tierisch viel Spaß gemacht, Videoclips herzustellen per Dropbox. Gucken, gefällt mir nicht, gefällt mir, nehme ich, sieht gut aus, sieht nicht gut aus, nehme ich, zack, zack. Und dann war der, ach, das macht so viel Spaß, ja, der Beruf macht so viel Spaß. Wird aber durch diesen komischen Kommerzgedanken zerstört. Das stört mich. Also ich gehe jetzt lesen hier mit Hexfon. Ich pfeife mir jetzt was Leckeres rein. Ich freue mich auf Hugo und Staller ARD Werbesendung. Ich freue mich auf Hugo und Staller Bayerischen Rundfunk. Ich freue mich auf die Serie Castle. Ich freue mich auf X-Files. Naja, X-Files ist so eine Sache. Aber Castle ist okay. Ja, also wie gesagt, das macht alles tierisch viel Spaß und ihr könnt dabei sein. Und wenn ihr Lust und Laune habt, macht damit. Mein Problem ist natürlich, dass ihr alle so weit weg wohnen. Ne? Ja, früher saß man hier analog und hat sich dann abgesprochen und hat dann was gemacht. Aber die Zeiten sind ja vorbei. Wie mit Hexroom, kommt nie wieder. Glaube ich kaum, dass irgendeiner den wieder aufleben lässt. Ja, wie gesagt, Frau Hannelore Kraft ist jetzt bei YouTube. Ein YouTuber macht Blogs seit kurzem. Seit 2016 und ja, die kommt sogar besser an wie die Profis, muss man mal sagen. Also Frau Hannelore Kraft macht es besser wie die Profis und das soll was heißen. Ne? Okay, macht's gut, Leute. Also wie gesagt, ihr seid dabei, ihr könnt dabei sein, wenn ihr es ernsthaft meint. Also so ist es nicht. Ja, ja, wir können auch selber einiges machen an die Freunde von Orion, ne? In der Niederlande. Die Freunde von Orion, Niederlande. Ja, ihr habt ja, wie gesagt, die Serie auch wieder aufleben lassen, ihr wollt ja auch was machen, ist natürlich ein Unterfangen, das kostet richtig Geld, ihr merkt also, das, was ihr da manchmal vorhabt, dass das richtig, richtig, richtig Geld kostet, das geht nicht mal eben so, ne? Also, ihr seid beim Sondersender Nordrhein-Westfalen total und recht herzlich eingeladen, bei Ultra HD WebTV, bei eurem Medienkanzler mitzumachen, reinzuschauen, euren Senf abzugeben, drunter schreiben, und so weiter. Seid aber artig, ja. Anmotzen könnt ihr euch bei Facebook. Kopf ab, Kopf unter und was weiß ich nicht alles. Ich habe die Schnauze so voll. Ich mache trotzdem weiter. Okay. Da die Kunden diese Videos mochten. Okay, ich habe sie alle gelöscht. Ich habe auch keine Lust, sie wieder hochzufahren. Ja, also. Ich mag zum Abschluss. Ich mag kein einzigen. Keine Art. Überhaupt nicht. Faschismus. Boah, überhaupt nicht. Weder diesen, den wir hatten. 33 bis 45, den mag ich überhaupt nicht, weil der passt in diese Zeit nicht, 2016. So. Rechtschreibung, Grammatikfaschismus mag ich auch nicht, dieses, wah, du musst aber, nein, ich mag gar keinen, ich mag null, Jente,
mag aber auch keine Art, egal welche, irgendeine Art von Religion. Tut mir leid, brauche ich nicht, will ich nicht, gut ist. Ja, so, und die Balkanroute will ich hoffen, dass die zu bleibt und dass da keiner durchgewunken wird, auch das mag ich nicht. Ja? So, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich bin Bürger von Nordrhein-Westfalen. Ich habe eine Chefin im Moment, das ist die Frau Hannelore Kraft. So, so sieht's aus. Aber ich bin der Bürger. Ich. Und ich gebe das Kreuz im Kreis. Ja, ich sage, so. Und wenn ich merke, dass die wirtschaftliche, politische Organisation, die uns verscheißern will als Politiker, dann wird das gesagt. Dann wird gesagt, meine lieben Politiker, das passt mir überhaupt nicht als Bürger, was ihr da macht. Bitte ändert es. Ansonsten kriegt ihr das schriftlich, ansonsten kriegt ihr eine Petition, ansonsten gibt es keine Aumis. So einfach ist das. Ne? Das ist eine wirtschaftliche, hallo, wir geben denen die Kohle, Diäten, die erhöhen sich die auch noch, die freuen sich auch noch. Und das alles kostenlos, mit einem Kreuz im Kreis. Machen wir das. So, ich will mal drüber nachdenken, bevor ihr da irgendwie in den Raum wettert und schreit und macht und tut. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben.